Der Fug. So, hoffen wir mal, dass er uns nochmal auftreten lässt. Hallo? Guckst du, das ist eine Münze. Jetzt ist weg. Bitte nein, Moa! Haben wir den Job? Donnerstag, 19:30 Uhr. Nice. Aber wir müssen dann unbedingt mal größere Showparks hier noch bauen. Damit die Oma hier auf richtig großen Bühnen auftreten kann. Nicht immer nur auf dieser kleinen Pizzelbühne. Baden. Wir haben aber keine Badewanne und wir haben auch keinen Platz für eine Badewanne. Es tut mir leid. Kann nur duschen. Tut mir leid, Oma. Was anderes kann ich dir leider nicht anbieten. Der Ralf. Der Chantal. Der Johnny. Johnny will nur noch seinen ersten Kuss erleben. Andere Wünsche hat er gar nicht mehr. Er ist schon so verzweifelt. Ach, Johnny. Fragemanager für Jean-Jean fährt er etwa alles zurück. Oh Gott, ich muss gerne. Ach, Entschuldigung. Ja, bei Sims wird man immer so ein bisschen träge, wenn man aufnimmt. Ich glaube, ich habe ja danach noch vor, noch weiter aufzunehmen. Bei Sims ist das immer so, man spielt da so vor sich hin, man klickt ein bisschen, man bewegt die Maus nicht unbedingt. Man muss sich jetzt auch nicht so konzentrieren, außer dass man halt immer auf alle 5 Sim irgendwie achtet. Aber so mit den ganzen Anzeigen und so wird einem das Spielen ja recht, ja, vereinfacht dargestellt und so weiter. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich noch danach ein wenig Assassin's Creed aufnehmen werde. So Action und so. Und einen Kaffee und einen Red Bull habe ich noch. Durch die Nacht mit Scalia. Ja, ich habe jetzt zurzeit Semesterferien, nachdem ich von der Gamescom wieder da bin. Ich werde jetzt ganz viel aufnehmen, extra für euch, damit ich dann auch mal für die Zeiten, in denen es etwas knapper wird, noch Let's Play-Folgen habe. Ich habe ja auch schon mir Spiele besorgt, die ich dann demnächst auch weiter Let's Playen will. Und ja. Wow, Musik! Ralf hat eine Beförderung? Yes! Stopp. Herzlichen Glückwunsch! Die gute Leistung von Ralf hat ihm einen Bonus von 480 im Maul und in eine Beförderung eingebracht. Er ist nun Kantinenkraft. Oh. Von einem Schlamassel zum nächsten. Bei deinem neuen Job tauschst du deinen Bioschutzanzug gegen ein Haarnetz ein und gibst den Truppen ihr wohlverdientes Essen aus. Du solltest unbedingt ein wenig Krafttraining machen. Vielleicht kannst du so den Leutnant beeindrucken, wenn er sich seine nächste Ration abholt. Das Militär ist schließlich immer auf der Suche nach athletischen Individuen. Holen die sich nicht einfach ihre Leute? Das ist ja, die Bundeswehr macht jetzt auch Werbung bei McDonald's und auf der Gamescom. Nur mal so als nebenbei, ne? Also, ja. Aber Sims ist ja so ein bisschen an den amerikanischen Lebensstil angepasst. Vielleicht kommt das ja daher alles. So ist da Bescheid, ne? Was wollte ich? Mir ist gerade noch eingefallen, was ich... Wo kam denn jetzt Johnny her? Wo kommen die ganzen Kinder angerannt? Ich glaube, Johnny will duschen. Und den Park besuchen. Ah. Oh, Johnny, geh doch einfach einmal duschen. Ein Haufen Papierkram. Wichtige Papiere ins Rathaus, bevor die Zeit abläuft. Ja, mach mal. Natürlich werde ich die Papiere... ins Rathaus bringen. Kann sie das gleich nach der Schule machen? Sehr gut.
Und dann soll sie nach Hause und ins Bett. Und dann 100 Spenden, um Wohlfahrt lächerlich zu machen. Vulkanschutz. Tun wir das doch. What's up, Ralf? Kannst du nicht duschen, weil jemand anders duscht? Oh. Dann... Oma hockt am PC. Nein, Oma, das ist Ralfs PC. Wolltest du nicht irgendwo hin? Fisch und Chips zubereiten. Wo können wir denn Oma mal hinschicken? Ich bin dafür, die geht in den... Moment, was ist das? Esswettbewerb. Kann sie am Esswettbewerb teilnehmen? Mal schauen. Was wollte ich gerade noch erzählen? Ach ja. Es fiel vor kurzem ein... Okay, ja. Ja, nein. Nein, Ralf, hast du es wieder mal nicht in die Duschen geschafft? Wie habe ich die denn erzogen? Mann, Mama, du bist peinlich. Geh weg. Wollte mich nur duschen. Kommt man nirgendwo hin. Alles scheiße. Irgendwer hat mal gesagt... Nein, Moment, der Tim. Tim hat gesagt... Tim. Oma weint um ihre Pflanzen. Ah, Tim hat mal gesagt, dass... sich die meisten Mädchen ihre Sims-Familien so bauen, wie später mal ihre eigene Familie sein soll. Und an dieser Stelle möchte ich den Kopf schütteln, denn nein, bitte. Ja, schön gemacht, Emily, aber nein, bitte niemals genau so eine Familie. Das ist hier voll die Katastrophenfamilie. Oma liest das Kinderbuch. Emily ist irgendwo im Rathaus verschleppt worden oder verschleppt dort Menschen. Die spendet dann und dann geht sie ins Bettchen. Böser Traum. Ralf, nein. Schau dir doch hier, posten mal deine Forenbeiträge. Weiteres Anwesen kaufen. Ha. Online-Dating. Profile ansehen. Und nach Mitteilungen sehen. Chantal ist in der Arbeit. Johnny ist auch in der Arbeit. Ich glaube, Emily geht's gut. Kleine. So süß. So. Oma hat den... Hat der lila Haar? Ne, blaue Haare. Bleib da. Was passiert? Emily? Emily? Nein! Der Gartenzwerg hat sich gerecht. Okay, schauen wir uns wieder... Oh! Auka! Angelique! Die hat eine Brille. Die sieht doch nett aus. Schicken wir doch mal was. Emily, mach auf. Der Gartenzwerg hat sie umgenietet. Einfach so. Moment. Ah! Rudolf, stirb! Ich werde mich rächen, Rudolf. Eines Tages. Okay, dann erstmal ins Bett gehen. Okay, da kam wieder neue. Huhu, Süßi. Zuerst war ich skeptisch, aber dann habe ich weitergelesen und dann habe ich sogar noch weitergelesen. Normalerweise lese ich ja nie weiter, aber du, ja. Du, ich meine dich, ja, ich meine dich, ich rede mit dir, also ich schreibe dir eigentlich, Süßi, ne? Aber du scheinst wirklich ein netter Kerl zu sein. Punkt. Freunde,
Fragezeichen, Doppelpunkt, XD, Herzchen. Löschen. Ach, Dori. Molly, das klingt vielleicht verrückt, aber ich glaube, wir passen gut zusammen. Ruf mich doch mal an und warum war die Stimme so tief? Scheiße. Yo, Carolina. Ich habe dein Profil gesehen und ich finde, wir sollten Freunde sein. Nope. Warum habe ich jetzt auf Anfrage an... Egal. Ralf macht sich an alle ran. Freundschaftlich. Natürlich nur freundschaftlich. Dann betrachtet er diese Blume. Und dann durchsucht er das Internet. Ah! Bitch! Johnny und Chantal sind noch auf der Arbeit. Oh, für Arbeit. Und Paula so vor sich rum. Die macht Essen, aber wir haben doch noch genug zu essen. Ach, Paula. Du wirst ja noch richtig fett. Kann ich mir das irgendwo anzeigen lassen? Nee, ne? Irgendwer klingelt. Oh, diese Paparazzi hier. Können wir die mal... Kommen die... Die beeindrucken wir jetzt mal so ein bisschen. Klingelst du? So. Chantal is home. Duschen, duschen. Spaß braucht sie, die Gute. Soll sie doch mal ein bisschen reparieren. Hä? Geh duschen. Und Oma, komm aus dem Bad daraus. Es ist nur ein Paparazzi. Vielleicht sollten wir die Dusche mal drehen, dass die Öffnung dann hier ist, dass die Leute sich nicht mehr so im Weg stehen. Jetzt komm, geh hier hin. Oma, du gehst raus zu der. Geh raus. Geh raus. Duschen. So. Irgendwer klingelt. Geht die gerade weg? Hey, ich will dich verzaubern. Bleib sofort. Fähr die jetzt weg, die Arschkuh. Sie steht hier jeden Tag vor unserem Haus. Irgendwer klingelt. Wer von euch klingelt? Klingelst du? Handy, Anruf ignorieren? Nein, du sollst... Kann ich dir nicht annehmen. Ach, hier, rangehen. Geh mal ran. So, was ist mit Johnny? Johnny muss schlafen. Dann geh doch schlafen. Aaron Kennedy möchte plaudern, hat Ralf Nussbaum Lust zu reden. Ja. Ralf wird noch entsozial. Weißt du, Computer sind schon irgendwie cool. Geht ihr beim Telefonieren auch immer auf und ab? Ich muss sagen, ich mache das jedes Mal, wenn ich irgendwo anrufen muss, wo ich davor noch nie angerufen habe. Ich renne die ganze Zeit in meinem Zimmer im Kreis während dem Telefonieren. So, Oma geht's irgendwie nicht gut. Ich glaube, die muss aufs Klo. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Oma, lauf, bevor du dir in die Hose machst.
wollten wir heute nicht in den Club mit Ralf und Chantal? Dann tun wir das doch jetzt mal. Mit Chantal und Johnny.